Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Blicks in mich hinein. In der vorherigen Folgeaufnahme habe ich darüber gesprochen, was ist das Thema, was beschäftigt mich gerade sehr intensiv, also ADHS und meine bevorstehende Testung. Ich habe darüber gesprochen, was mein Kopf so mit mir macht, was der so verdrängt, also vergesse, was meine Herausforderung mit der Prokrastination ist. Und heute nehme ich euch mal mit in das soziale Verhalten, was für mich sehr auffällig geworden ist oder was ich erstmal so reflektiert habe. Ich beschäftige mich ja, wie ich im ersten Video schon gesagt habe, jetzt seit ein paar Wochen mit dem Thema, also mit meinem Thema, hört sich doof an, mit dem, was mir inne ist. Und ich habe auch mal mich in der großen Halle meiner Monstrositäten mal umgeschaut und habe festgestellt, dass auch mein soziales Verhalten, mein Verhalten gegenüber Freunden, Familie, Arbeitskollegen auch schon etwas, nennen wir es mal, seltsam ist, wenn ich es mal genau betrachte. Also, es hört sich zwar komisch an, dass ich jetzt hier vor dieser Kamera mit mehreren Hunderten, sogar tausenden Leuten spreche und sage, ich bin sehr introvertiert. Ist auch wieder ein Thema, mit dem ich mich aktuell auch gerade befasse. Ich bin eigentlich sehr introvertiert, das heißt, ich bin in Gesprächen, in Gruppen, wenn man zusammensteht, bin ich immer stiller Zuhörer. Ich gebe mal einen kurzen Anteil zu Gesprächen mit dabei. Also zu 98% bin ich Zuhörer bei Gruppengesprächen, Gruppendiskussionen, Diskussionen über das Tagesgeschehen, über Politik, über alles, was so ist. Da bin ich immer stiller Zuhörer und ja, fühle mich auch dann, wenn ich mal etwas dazu sage, nicht wirklich ernst genommen und kann da auch nicht wirklich beitragen. Auch inhaltlich habe ich da enorme Schwächen. Es sei denn, die restlichen 2%, es geht um Themen, wo ich mich sehr gut mit auskenne. Aktuell sind das Fahrradthemen. Wenn es ums Fahrrad geht, Fahrradtechnik und Fahrradreisen geht, dann blühe ich komplett auf. Dann übernehme ich auch schon einmal Gespräche komplett und merke auch, wow, jetzt wird es gerade etwas spooky, glaube ich, für die anderen, weil ich übernehme Gruppen komplett und blühe komplett auf und gehe komplett in ein Thema auf und versuche es bis ins kleinste Detail auch mitzugeben und merke sehr schnell und bin auch frustriert, wenn die anderen darauf nicht einsteigen, weil das nicht deren Thema ist. Ja, das ist so bei mir das Thema soziales Verhalten, Gespräche mit Freunden. Genauso, wenn wir eingeladen sind, irgendwohin, Geburtstagsfeiern, Partys, Feten, wie man so früher so das Ganze nannte. Wenn ich keinen Bock mehr habe, ziehe ich mich an und gehe. Versuche ich oft zu unterdrücken, weil ich keinen vom Kopf stoßen will, aber ich habe einen Fluchtreflex im Kopf, der sagt, weg, du musst weg, raus hier. Ich muss mich dem entziehen, mir ist das zu viel, mir ist das zu viel. Das überfordert mich gerade. Da kommt eine Welle an Informationen, Emotionen, Gefühlen, die ich nicht verarbeiten kann. Ich muss weg. Am besten in die Ecke stellen, Glas Bier ins Gesicht drücken und kein Sehen, kein Hören. Mir ist es manchmal einfach zu viel. Das habe ich auch mal ein bisschen versucht zu reflektieren und versucht mal festzustellen, ob das ein Thema war in der Vergangenheit. Ich habe das mit Freunden angesprochen und ja, es war ein Thema. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass man mich bei engen Freunden öfters so gesehen hat und darüber hinweg gesehen hat, weil man ja gut befreundet ist. Aber es kam denen schon komisch vor und denen ist auch aufgefallen. Beängstigend. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich dieses Verhalten bei mir innehabe, nachdem ich diese Tür aufgestoßen habe in mich hinein. Das ist ein Thema. Verhaltensbasiert halt, wo ich, obwohl man mir sagt, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin, ich bin sehr offen, kann auf vieles eingehen. Ich gehe sehr auf Menschen ein. Ich versuche ihre Gefühle zu erfüllen. Ja, ich versuche
auf Menschen in Gesprächen einzugehen, wenn sie direkt mit mir sprechen und mit Problemen sprechen. Wenn ich merke, ich kann helfen, gehe ich sehr tief auf diese Menschen ein, kann sehr mitfühlend sein, kann aber auch genauso meinen Kopf abschalten und kann auf Durchzug schalten, also da rein, da raus. Das ist kein Sprichwort, das ist nicht sprichwörtlich gemeint, das ist wirklich so. Ich kann auch bei Gesprächen komplett auf Durchzug schalten, da bleibt einfach nichts hängen. Da wird einfach rausgekehrt, Tür auf, Fenster auf, durch. Kann ich genauso gut. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt da ein bisschen in mich gehen muss. Das ist einfach eine Gabe, die ich ganz gut finde manchmal, in manchen Gesprächen. Aber so im sozialen Verhalten mit Freunden, mit großen Gruppen zum Beispiel, bin ich immer so ein bisschen gehemmt. Also irgendwo auf die Tanzfläche gehen, mit der Frau tanzen oder sowas, weil sie tanzt sehr gerne und ich frustriere sie sehr damit, weil sie sehr gut tanzen kann, dass ich einfach nicht mich gehen lassen kann. Ich kann mich nicht öffnen bei Gruppen, selbst bei Freunden. Da muss schon, hört sich doof an, da muss schon der Alkoholpegel ein bisschen höher sein, wenn mal bei einer Fete mal ausnahmsweise ein bisschen mehr getrunken wird, dass ich da auch mal von mir aus auf die Tanzfläche gehe und meiner Frau mal tanze. Das kommt eher mal alle Mondjahre mal vor, also nicht sehr häufig. Dann frustriere ich natürlich meine Frau, weil ich kann mich einfach nicht gehen lassen. Ich kann es einfach nicht. Es ist eine Blockade. Das ist wie, als würde ich vor der Wand stehen und nicht weiter. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas, ja, sowas behandeln kann, ob man darüber sprechen kann. Ich weiß es nicht. Also, ja, das ist ein Thema, dem ich mich stellen möchte. Und ach, noch viel mehr Themen. Noch viel, viel mehr Themen, die ich mich stellen möchte. Das ist jetzt das zweite Video von einer Videoreihe, wo ich mal offen darüber spreche. Und in den letzten Tagen ist mir häufiger das Thema Depression mit untergekommen. Was ist eine Depression? Und habe ich sowas vielleicht auch? Ist das vielleicht bei mir ein Thema? Ist das vielleicht alles nur eine Depression, die ich habe hier? Gar kein ADHS? Komm ich in ein gewisses Alter? Ich bin kurz vor 50. Ist das eine Midlife-Crisis, eine bevorstehende? Ich weiß es nicht wirklich. Aber reden wir mal in der nächsten Folge über das Thema Depression zum Beispiel. Also ich gebe hier keine ärztlichen Ratschläge. Ich gebe hier nur mal euch mein Innerstes mal ein bisschen preis und meine eigene Erfahrung, meine eigene Selbsteinschätzung. Das ist kein Ratgeber für andere Menschen, dass die Themen, die bei mir so aufgekommen sind, bei euch genauso sind und genauso zu behandeln sind. Ich gebe keine Ratschläge, keine Vorschläge. Ich gebe euch einfach nur meine persönliche Erfahrung hier mit und das, was ich aus Hörensagen oder von der Google-Universität hier mir selber beigebracht habe, mal mit, bevor ich möglicherweise in die erste Behandlung mal gehe in der psychotherapeutischen Praxis, nachdem ich meine ADHS-Testung mal durchgeführt habe. Da erhoffe ich mir einiges draus, nämlich Klarheit darüber, was das Thema ist, was mich gerade beschäftigt. Ich gehe zu 99,8% davon aus, dass es ADHS ist, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, was bei vielen einfach verdrängt wird und gar nicht auf dem Schirm ist, dieses Thema. Also, ich nehme euch mit in dieser losen Reihenfolge und entweder spreche ich in der nächsten Folge mal über das Thema Depression oder ich war schon bei der ADHS-Testung und spreche mal darüber, wie ich es so erlebt habe und wie es mir danach geht. Also, ich bin Pascal und bis zum nächsten Mal. Ciao.